Tradition Furtwängler Berliner Philharmoniker ist tatsächlich ein Statement für die Wertschätzung der Musik dieser Zeit. Was unsere Edition von den vorigen Veröffentlichungen unterscheidet, ist, dass wir zum ersten Mal Zugriff hatten auf die originalen Bänder des Reichsrundfunks und zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, diese originalen Bänder neu abzuspielen und in hoher Auflösung zu digitalisieren. Das ist die Grundlage unserer Edition. Der Moment, als wir in dem Studio mit der Spezialbandmaschine ein Originalband von damals aufgelegt haben und das zum ersten Mal wirklich auf dem sich drehenden Teller gesehen haben und dann gehört haben, das war für mich ein unglaublich faszinierender Moment, weil man einfach wirklich gemerkt hat, das ist das Originalband, auf das damals aufgenommen wurde. Besser konnte es nicht sein. Das war ein ganz toller Moment. Was diese Edition für uns interessant macht, ist, dass sie in den Jahren 39 bis 45 entstand, wo Furtwängler wirklich auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere war und diese Konzerte live mitgeschnitten wurden auf Tonband, dem damals fortschrittlichsten und besten Aufzeichnungsmedium. Wenn man diese alten Furtwängler-Aufnahmen hört, dann denkt man schon ganz oft, Wahnsinn, was die sich getraut haben. Das war exzentrischer, krasser, moderner, als das irgendwie heute gemacht wird, wo man hin und wieder das Gefühl hat, es ist vielleicht alles irgendwie ein bisschen gemainstreamt und irgendwie, man möchte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. In den Konzerten damals gab es mindestens so viele Störgeräusche wie heute. Das lässt sich relativ leicht entfernen, allerdings auch immer mit der Maßgabe, nur das, was wirklich beim Musikhören stört, sollte entfernt werden. Und zwar deswegen, weil es mit den heutigen Möglichkeiten so viel besser geht, als das noch vor 10, 20 Jahren möglich war. Man kann wirklich störende Geräusche quasi rückstandsfrei entfernen, ohne dass irgendwelche anderen Frequenzbereiche beeinflusst werden. Das ganze andere Bild bleibt in seiner Großflächigkeit bestehen und das ist natürlich total spannend. Ich glaube, wir haben es hier wirklich mit der ultimativen Furtwängler-Edition zu tun. Unsere Edition ist etwas, was unser Label und die Berliner Philharmoniker in der medialen Außendarstellung natürlich erweitert auf eine wunderschöne Art und Weise.